Schon bisher waren Elektroautos von der Nova- und der motorbezogenen Versicherungssteuer befreit. Seit heuer gibt es aber zwei weitere wichtige Steuervorteile. Für Unternehmen sind Elektroautos vorsteuerabzugsfähig und der Sachbezug bei der Privatnutzung von Firmenautos entfällt. Heuer lohnt es sich als Unternehmer besonders auf E-Mobilität umzusteigen. Jetzt können elektrische Firmenautos mit Anschaffungskosten bis zu 40.000 Euro brutto voll von der Vorsteuer abgezogen werden. Liegt der Kaufpreis zwischen 40.000 und 80.000 Euro, kann die Vorsteuer anteilsmäßig abgezogen werden. Über 80.000 Euro brutto entfällt dann die Vorsteuerabzugsfähigkeit allerdings komplett. Zusätzlich fällt bei rein elektrischen Autos kein Sachbezug an. Dadurch spart man sich zum Beispiel beim E-Golf bereits im ersten Jahr über 6.000 Euro. Volkswagen hat eine aktuelle Gewerbekundenaktion ins Leben gerufen, bei der ein E-Golf gleich viel wie ein TDI kostet. Wie ist das möglich? Also im Zuge dieser Steuerreform hat man einfach festgestellt, dass die E-Mobilität absolut unter Wert geschlagen wurde. Und damit man dem Ganzen ein bisschen in die Gänge hilft, haben wir eine Förderung von 3.000 Euro netto für Unternehmerkunden ausgelobt. Und für die Förderung vom Bund gibt es zusätzlich 4.000 Euro. Das heißt, dieses Auto ist wirklich aktuell günstiger als ein vergleichbarer Golf TDI, der im Moment im Schnitt um die 25.000 Euro kostet. Ist diese Aktion limitiert und gilt diese für Privatkunden auch? Diese Aktion ist limitiert, diese Aktion ist mit 100 Stück begrenzt. Für Privatkunden gibt es gerade eine Aktion, die in Ausarbeitung ist, die wird in den nächsten 3-4 Wochen auch auf dem Markt zu haben sein. Also gibt es ab sofort keine Argumente mehr gegen E-Autos? Genauso ist es. Das erste Argument, das immer gegolten hat, war die Reichweite. Da muss man sagen, dass der durchschnittliche Österreicher weniger als 40 Kilometer pro Tag fährt. Das heißt, es ist mit so einem E-Fahrzeug völlig problemlos möglich. Die durchschnittliche Reichweite sind 150 Kilometer. Das ist das eine. Und zum zweiten ist jetzt auch noch das Thema mit den Kosten weg. Durch das, dass es die Förderungen gibt, ist es also für einen Unternehmer auf jeden Fall schon günstiger und mit der Privatkundenaktion ab Ende Februar auch für einen Privatkunden. Unternehmen ist daher zu raten, ihren Fuhrpark so bald wie möglich auf ein rein elektrisches Fahrzeug umzustellen. Zudem hat dieses Fahrzeug einen absoluten Vorteil für jeden Unternehmer, was den Vorsteuerabzug anbelangt, im Bereich aller Reparaturen, die da ja kaum gegeben sind. Und auch für jeden Dienstwagennutzer, weil dieses Fahrzeug keinen Sachbezug hat. Das heißt, ich fahre mit dem Fahrzeug ohne Sachbezug und habe trotzdem ein Dienstfahrzeug. Von der Ladesituation her ist es so, dass man mit den Schnellladestationen das Auto in einer halben Stunde von 0 auf 80% der Kapazität laden kann. Solche Schnellladestationen sind von der Salzburger AG rund 5 im ganzen Bundesland und da ist sogar so, dass man bis Ende des Monats März noch gratis tanken können. Außerdem ist der E-Golf in der Beschleunigung besser als der TDI. Alle Informationen zu den Steuervorteilen und Ladestationen finden Sie auch im Internet.